Ist das dein Ernst? Du hast schon wieder gelogen? Ja, das habe ich. Ich hab's getan, weil ich dich testen wollte. Und du bist leider durchgefallen. Rita Arora, du bist echt naiv. Karan Lutra, wenn du jetzt deine Grenzen überschreitest, sorge ich dafür, dass es dir leid tut. Tut mir leid. Ich bin eben ein Superstar. Und absolut niemand hat das Recht, mich einzuschränken, alles klar? Ich hab nur Spaß gemacht und ich mag meine Witze. Außerdem zwingt dich niemand, meine Witze zu mögen. Du kannst dir deine Lektion also sparen. Geh einfach. Na los. Dir beizubringen, was richtig oder falsch ist, ist wie, wenn ein Bauer Perlen vor die Säue wirft. Oh, bitte. Genau das Gleiche könnte ich von dir und meinen Witzen behaupten, okay? Du bist unglaublich, Karan. Ich bin nicht hergekommen, um zu streiten. Ich wollte dich lediglich zum Tee einladen. Aber vergiss es. Ich hatte recht damit, dass du undankbar bist. Ich helfe dir aus der Patsche raus. Doch trotzdem willst du dich nicht bei mir bedanken. Nein, ist schon gut. Geh. Du willst, dass ich mich bei dir bedanke? Womit ich ein Problem habe, ist, dass wenn ich mich bei dir bedanke, es bedeuten würde, dass ich deine Lügnerei unterstütze. Das ist falsch. Man sollte stets die Wahrheit sagen. Wir hätten von Anfang an die Wahrheit sagen sollen, ohne dass wir unseren Familien und Prit wie einen Streich spielen, nur damit wir sehen, wie sie darauf reagieren, wenn es wahr wäre. Oh, bitte, Prita, können wir endlich dieses Thema ein für alle Mal abschließen? Ich habe wirklich genug davon. Bitte geh und nerv irgendjemand anderen damit. Na los! Du hast recht, ich habe auch keine Lust, meine Zeit zu vergeuden. Auf Wiedersehen, Karan. Du Riesenhornochse. Girish? Ja, Ma'am? Bitte hol mir die Kekse aus dem Schrank, ja? Damit ich sie servieren kann. Mhm, natürlich. Raki? Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Danke, aber nein. Der Tee ist fertig. Ich muss ihn nur noch servieren. Ach, Raki. Jetzt hören Sie auf, mich wie einen Gast zu behandeln. Schließlich bin ich doch sowas wie Familie. Da hast du recht, Liebes. Du bist so etwas wie Familie für mich. Und mach dir keine Sorgen, denn wenn ich deine Hilfe brauchen würde, würde ich es sagen. Hm? Aber ich muss dir etwas gestehen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dich in einer Küche arbeiten zu sehen, Shrishti. Wie meinen Sie das? Nun ja, was ich damit meine, ist, dass, wenn ich mir dich in einer Küche vorstelle, du dann leider überall ein Riesenchaos hinterlässt, wenn du verstehst. Wie ein Wirbelsturm fegst du durch die Küche und wirst dann alles damit auf den Kopf stellen. Teller, Tassen, Schränke, einfach alles hier. Also, Raki, glauben Sie wirklich, ich bin sowas wie ein Orkan? Oh, ich hoffe, ich habe dich damit nicht beleidigt. Gar nicht. Gut, denn ich habe nur einen Spaß gemacht. Aber ich muss gestehen, dass ich es wirklich nicht leiden kann, wenn mir jemand in der Küche helfen will. Denn, weißt du, ich sehe mich als die beste Köchin auf der ganzen weiten Welt. Oh ja, es ist mir egal, wer es ist, aber solange ich hier koche, darf mir absolut niemand zur Hand gehen. Ich schlage also vor, dass du dich um die Dekoration kümmerst, während ich hier koche, okay? Hm? Gut, aber eines schönen Tages bekoche ich sie und dann werde ich Ihnen zeigen, was ich so drauf habe. Oh, meine Liebe, das klingt wundervoll und ich kann es kaum abwarten, deine wunderbar gekochten Gerichte zu probieren. Ich freue mich schon. Ich gehe dann dekorieren. Girish, hast du die Kekse schon geholt? Hey, hallo Shrishti, na? Alles okay? Also sag schon. Liebst du Shrishti? Erstens, ich liebe sie nicht und das werde ich auch nie. Und zweitens läuft sie mir hinterher und nicht ich ihr. Sie ist eine richtige Klette gewesen. Natürlich. Mir geht es wirklich blendend, Samir. Vor allem, nachdem ich endlich die Wahrheit kenne. Welche wäre das? Die, die mich an etwas glauben ließ, was leider nicht ist. Ich Dummkopf. Hör mir mal genau zu, Rita Arora. Bevor du von hier weggehst, werde ich dir deine kleinen Sorgen nehmen. Aber nicht, weil ich dich mag, sondern damit du aufhörst, mich zu kritisieren und dich noch mehr schlecht fühlen darfst. Du wolltest, dass ich unserer Familie und Prithvi die Wahrheit sage. Und ob du es glaubst oder nicht, das habe ich getan, als du bei deiner Mutter warst. Richtig. Richtig gehört. Jeder Einzelne weiß, dass es gelogen war. Ich habe ihnen gesagt, dass wir uns weder nahe gekommen sind, noch dass wir irgendetwas gefühlt haben. Ja. Du hast richtig gehört. Alle waren dabei, als ich es sagte. Also weiß jetzt auch Prithvi, dass es nur ein kleiner Witz war. Aber es liegt nun bei deinen kleinen Schnöselchen. Ob es mir abkaufen wird oder nicht. Und was hat Prithvi gesagt? Wie hat er reagiert? War er sehr wütend? Gar nicht. Der Idiot wollte mir zuerst weiterhin keinen Glauben schenken. Warte. Idiot? Ja, genau. Idiot. Wieso nennst du ihn nicht bei Namen? Er heißt Prithvi. Ist doch nicht so schwer, sich das zu merken, oder? Das stimmt. Aber sein Name ist langweilig.
wenn du ihn so nennen willst, nur zu. Spitznamen sind aber was Tolles. Wie wär's mit Waschlappen? Oh, ich gehe. Waschlappen? Waschlappen! Tut mir leid. Ist schon gut. Wieso kommst du allein aus dem Zimmer? Wolltest du nicht Karan bitten, dass er mit uns Tee trinken soll? Nun, er... Oh, ich verstehe. Er ist immer noch sauer auf mich, stimmt's? Hat er vielleicht irgendetwas über mich gesagt? Das war's. Waschlappen! Waschlappen! Wasch... Er hat nichts gesagt. Gar nichts. Wieso bist du hier, Prithvi? Ich war auf der Suche nach dir. Oh. Der Tee ist bereit und alle warten schon, also dachte ich, ich komme und hole euch. Deswegen. Wollen wir dann? Ja, gehen wir. Gut. Rita! Ja. Bring das bitte in die Küche, Shrishti. So. Heute war kein guter Tag. Hätte Raki mich nicht überzeugt, hätte ich die Verlobung aufgelöst. Hätte ich gewusst, dass der Abend so enden würde, hätte ich irgendwas dagegen unternommen. Ich hoffe, das passiert nie wieder. Hättest du die Verlobung aufgelöst? Wäre unser ganzer Ruf ruiniert gewesen, Mama. Ein Glück hat uns Karan geholfen. Hey, Junkie. Du weißt ja, wie sehr ich Karan vergöttere. Und ich weiß, dass du ihn auch magst. Er ist einfach unglaublich. Ich meine, wie er mit Leuten redet und es schafft, ihnen den Mund zu verbieten. Prita, hat dich Karan heute nicht auch total beeindruckt? Von heute an ist er mein absolutes Lieblingsidol. Von jetzt an ist er nicht nur ein Vorbild, sondern auch Inspiration. Du warst ja gar nicht dabei. Es war nämlich so, Karan hat Prita dabei unterstützt, nach Prithvi zu suchen. Doch dieser Schuft hat beiden eine Affäre unterstellt. Er hat wirklich üble Dinge über Prita und Karan gesagt. Doch Karan hat ihm dann die Leviten gelesen und er musste sich entschuldigen. Du hättest dabei sein sollen. Karan ist großartig. Mom, ich bin ziemlich erschöpft und gehe ins Bett. Gute Nacht. Shrishti, du übertreibst es ständig. Denk nach, bevor du etwas sagst. Prita musste heute Nacht viel durchmachen. Und du hast sie damit beleidigt. Aber womit habe ich Prita bitte beleidigt? Entschuldige. Komm, lass uns zusammen die Küche sauber machen. Wirklich komisch. Karan wollte lediglich Prita bei der Suche helfen. Und trotzdem hat dieser Halunke Prithvi wie alle gegen sie aufgebracht. Das ist nicht fair. Oh, ich wünschte, Sala hätte die Verlobung aufgelöst. Hätte ich doch nur an diesem schicksalhaften Tag das Haus der Lutras erreicht, dann hätte ich Prithvi und Sherlyn auffliegen lassen können. Doch nun sitze ich im Rollstuhl und bin hilflos. Oh bitte, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, wie ich ihnen helfen kann. Womit ich ein Problem habe, ist es, wenn ich mich bei dir bedanken. Es bedeuten würde, dass ich deine Lügnerei unterstütze. Das ist falsch. Man sollte stets die Wahrheit sagen. Wir hätten von Anfang an die Wahrheit sagen sollen, ohne dass wir unseren Familien und Prithvi einen Streich spielen, nur damit wir sehen, wie sie darauf reagieren, wenn es wahr wäre. Es ist echt schwer, mit ihr über sowas zu reden. Es ist doch nicht schlimm, wenn man eine Notlüge erzählt, um jemandem zu helfen. Typisch. Mir egal, soll sie doch darüber denken, was sie will. Ich sehe das Ganze eben anders. Soll sie doch einfach zur Hölle fahren.
Karan, ich weiß, dass du dich aus gutem Grund für mich einsetzt. Du hast für mich gelogen und dir Sachen ausgedacht. Nicht jeder hätte das für mich getan. Und dadurch hast du meinen und den Ruf meiner ganzen Familie gewahrt. Ich verstehe nur nicht, wieso ich mit dir gestritten habe, anstatt mich bei dir dafür zu bedanken. Sie ist wirklich so ein Dummkopf. Ich kann echt nicht glauben, dass sie immer noch diesen schmierigen Fiesling heiraten will. Und das, obwohl sie weiß, dass ich diesen ekligen Angsthasen Prithvi nicht leiden kann. Er ist kein richtiger Mann. Aber nein, Preta mag Prithvi und möchte diesen Waschlappen heiraten. Unglaublich! Naja, wen interessiert es? Aber warum muss es ausgerechnet der sein? Es gibt andere Kerle. Wie zum Beispiel Freunde von mir. Vishal. Nein. Vishal ist nicht gut genug. Die passen doch gar nicht zueinander. Siddharth. Nee. Er ist viel zu intelligent. Siddharth und Preeta. Nein. Mayank. Nein. Er ist leider nicht der Beziehungstyp. Und das kann ich Preeta nicht antun. Vergiss es. Was ist heute nur los mit mir? Meine Freunde sind eindeutig besser als Prithvi. Trotzdem passt keiner zu ihr. Was sind das nur für Gefühle? Was ist nur mit mir los? In einem Moment bin ich wütend auf ihn und dann im nächsten Moment ist alles wieder in Ordnung. Nein, nein. Ich darf keine Gefühle für dich haben, Karan. Außerdem bist du nicht die Art von Mann, auf die ich eigentlich stehe. Du bist nicht mein Typ. Ganz und gar nicht. Ich kann solche Gefühle für Preeta einfach nicht empfinden. Ich meine, sie ist ein nettes Mädchen, aber ich bin ein Cricket-Superstar und sie ist ein Niemand. Sie ist eine gute Freundin, auch wenn sie mich manchmal mit ihrem Geplapper auf das Übelste auf die Palme bringt. Ach, ich bin nicht besser. Manchmal ärgere ich sie mit Absicht, aber ich bin Karan Lutra. Und ich beuge mich vor niemandem. Es ist mir wirklich egal, was du von mir hältst. Aber du hättest dich nicht mit mir streiten dürfen. Ich werde dein allerschlimmster Albtraum sein. Oh, warte es nur ab. Ich werde meine Erniedrigung rächen. Es wird dir leid tun, mich so behandelt zu haben. Das verspreche ich dir, Karan. Nur zu, mach mir das Leben zur Hölle. Ich sorge dafür, dass dir das Gleiche widerfährt. Er ist eine richtige Nervensäge. Ich kann diesen Plagengeist nicht ausstehen. Ich kann diese waschlappenliebende Frau nicht leiden. Nein. Ich bin deine Mutter und du solltest mir zuhören. Mom, was macht ihr hier? Gott sei Dank, du bist wach. Ich muss Mutter schon seit einer ganzen Stunde ertragen und sie will immer noch nicht aufhören, über das Ganze zu reden. Das liegt daran, dass ich seine Mutter bin. Mein Sohn hat eine gute Tat vollbracht. Warum sollte ich nicht darüber reden? Ich bin wirklich stolz auf ihn. Du kannst also nicht erwarten, dass ich mein Glück einfach so runterschlucke und nichts sagen werde, Risha. Stimmt doch, oder? Genau. Na los, setz dich. Was ist das? Ladu! Vielen lieben Dank, Mom. Ich kann nicht glauben, dass du sie mir ans Bett bringst. Hast du noch nie erlaubt. Karan, was du heute Nacht getan hast, hat mich sehr glücklich gemacht. Ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich auf dich bin. Du hast dich für Preeta eingesetzt und dadurch die Ehre einer Frau bewahrt. Damit hast du bewiesen, dass ich dich wirklich gut erzogen habe, mein Schatz. Du hast dich um sie gesorgt, warst mitfühlend und wolltest sie beschützen. Du bist ein wunderbarer Mann geworden. Also habe ich Ladus gemacht, damit wir das zusammen feiern können. Hm? Ich musste ihr eine Stunde lang zuhören. Sie hat mir ein Ohr abgekaut mit dem ganzen Gequassel. Während sie die Ladus zubereitete, sang sie pausenlos, mein Karan ist der Beste, mein Karan ist der Beste. Sie hat dich so sehr gelobt, dass ich jetzt eifersüchtig bin. Und wieso habe ich das verdient? Ich meine, die Ladus sind lecker. Aber wozu das Ganze? Schließlich habe ich nun doch nur die Wahrheit gesagt. Nun, du hast nicht nur die Wahrheit gesagt, sondern auch Preeta unterstützt, ihre Unschuld bewiesen. Und obendrein hast du auch noch ihre Ehre gerettet.
Du hast viel für sie getan. Aber wieso hast du deswegen frische Ladus gemacht? Hat Papa etwa den ganzen Vorrat aufgegessen? Oh nein, 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 nein. Soll ich es ihm sagen? Was denn? Na? Richard, ich hatte dich gewarnt, dass du es niemandem sagen sollst. Er wird es verstehen. Weißt du noch, als du damals zu Salah sagtest, dass du gerne ihre Ladus probieren würdest? Tja, das hat Mama nicht gefallen, ist eifersüchtig geworden und sagte zu mir... Oh Gott, das ist nicht wahr. Wieso fragt er andere Mütter nach Ladus und nicht mich? Also entweder mag er die nicht mehr oder aber ich bin eine schlechte Köchin. Hm? Entschuldigung. Du bist die Beste, Mom. Danke dir, Schatz. Und Richard, du solltest mir gegenüber nicht so respektlos sein. Schließlich bin ich es, die das Essen kocht. Und als Strafe werde ich dein Essen richtig scharf würzen. Das ist nicht fair, Mom. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Du bist wirklich die Beste. Niemand kann bessere Ladus als du machen. Das weiß ich doch schon. Aber etwas Konkurrenz schadet nicht. Und außerdem weiß jeder, dass wenn es um meine Söhne geht, ich schnell eifersüchtig werde. Ach, Karan. Du hast nicht nur Prita vor der ganzen Erniedrigung bewahrt, sondern auch dafür gesorgt, dass ihre Familie keinen Schaden trägt. Du hast dadurch Sarlas Vertrauen in Prita gestärkt. Sie weiß jetzt, dass sie ihr vollkommen vertrauen kann. Durch dein Handeln hast du dafür gesorgt, dass Sarlas und Pritas Beziehung ewig halten wird. Ich bin so glücklich. Und das Beste daran ist, dass du eine Beziehung vor dem ausgerettet hast. Was meinst du? Nun, als du uns bewiesen hast, dass Prithvi Lügen erzählt hat, hat Sarla entschieden, dass er nicht der richtige Ehemann für Prita sein kann. Sie sagte, dass sie nicht verstehen kann, wie Prithvi solche schrecklichen Dinge über Prita sagen konnte. Und das, obwohl die beiden schon bald heiraten sollen. Sie hat nichts Gutes mehr in ihm gesehen. Und dann? Ja. Hatte sie sich dazu entschieden, die Verlobung aufzulösen. Wow, das ist wunderbar. Das bedeutet, dass unser Ausflug sich wirklich gelohnt hat. Es war ein Volltreffer. Richtig, sie haben sich also getrennt. Was? So war's nicht. Das Missverständnis konnte geklärt werden. Bitte? Wieso das denn? Lasst es mich euch erklären. Als Sarla die Verlobung auflösen wollte, habe ich mich mit ihr unterhalten. Ich sagte ihr, dass wenn sie die Verlobung zum zweiten Mal auflöst, Prita dadurch leider einen schlechten Ruf erlangt. Ihr wisst ja, wie das ist, Jungs. Viele Menschen reden gern und bei Prita wäre das nicht anders gewesen. Außerdem sollte man nie wegen einer Lappalie den Bund zweier Menschen lösen. Darüber hinaus hat sich Prithvi für alles entschuldigt. Also habe ich Sarla geraten, dass sie Prithvi vergeben soll. Selbst Karina hat zu ihr gesagt, dass es besser so ist. Letztendlich hat es Sarla eingesehen und es bleibt alles beim Alten. Mom, was du getan hast. Das war das Richtige. Ich bin doch auch eine Mutter. Ich konnte nicht zulassen, dass sie den Bund der beiden auflöst. Was, wenn uns so etwas zustoßen würde? Das könnte ich einfach nicht ertragen. Niemals. Ich habe nur dafür gesorgt, dass Prita ihr Glück nicht verliert. Mein Gott, sie hat es so sehr verdient. Tut mir leid, aber sie wird dadurch nicht glücklich. Karan hat recht, Mom. Er ist für Prita keine gute Wahl. Das stimmt. Wieso nicht? Wieso glaubt ihr, dass Prithvi kein guter Ehemann für sie wäre? Ich verstehe, dass er etwas zu besitzergreifend ist und sehr schlimme Dinge gesagt und ein gewisses Temperament hat. Aber er ist auch noch jung und wir sollten ihm wirklich eine Chance geben. Mom, Prithvi ist kein netter Mensch und ich kann ihn nicht leiden. Wieso kannst du ihn denn nicht leiden? Hat er irgendetwas verbrochen? Moment. Okay. Wir haben doch alle ein Bauchgefühl, nicht? Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass er kein guter Mensch ist. Und genauso das von Karan. Richtig. Okay? Ich bin mir zu 100% sicher, dass Prithvi Prita nicht glücklich machen wird. Genau. Mom, er hat vor allem schreckliche Dinge über Prita gesagt. Wie wird er sie wohl privat behandeln? Diese Hochzeit darf nicht stattfinden. Ich bin enttäuscht von dir.